Tierpark Hagenbeck hat endlich seine eigene Walross-Zuchtgruppe. Am 22. März kamen die vier atlantischen Schwergewichte aus dem Zoo Moskau nach Hamburg. Dina und Polosa sind zwei 16 Jahre alte Kühe, die satte 800 Kilogramm wiegen. Polosas Tochter Olivia, in der Mitte, ist 4 Jahre alt und als einziger Stoßzahnträger gut zu unterscheiden. Nessika bringt ihre Freude über die Nähe ihrer Artgenossen lautstark zum Ausdruck. Und Odin ist der Herr über sein vierköpfiges Harem. Bei diesem ersten gemeinsamen Bad zu fünft wacht ein Tierpfleger über die Harmonie der Herde. Es war zunächst einmal die große Herausforderung, Tiere zu bekommen. Insbesondere auch Tiere, die dann möglichst auch noch zeigen, dass sie zuchtfähig sind. All das, und da haben wir wirklich den Sechser im Lotto gewonnen, wissen wir bei der Moskauer Gruppe. Und insofern haben wir eben die besten Voraussetzungen, um jetzt hier in Zukunft auch vielleicht mal Walrosse zu züchten und dann auch kleine Walrosse hier aus eigener Produktion zu haben. Wie harmonisch Hagenbecks Walross-Quintett sich schon arrangiert hat, demonstrieren Odin und Dina, die sich ganz nach Walross-Manier zärtlich in den Bart pusten. Doch seine Moskauer Damen kennt Odin ja bereits. Deshalb hat er sein Herz offenbar an die neue, dunklere Schönheit verschenkt, die er nun nach allen Regeln der Kunst umgarnt. Über Wasser und unter Wasser. Oh.